Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Jetzt müssen wir unser Streckennetz noch weiter verbessern. Mehr Busse, bessere Haltestellen. Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Alles klar, damit herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator nach einer kleinen Pause. Geht's weiter? Und, mal gucken, was wir jetzt als Mission haben. Okay, wir müssen immer noch Greenwood weiter aufbauen, das werden wir auch tun. Alles klar, wir bauen also einen neuen Bus auf, wollen wieder einen neuen Bus kaufen. Und dann sind wir schon mal richtig hier, oder? Ne, wir sind nicht beim Bus-Dings. Wir haben doch hier eine Mission gerade, irgendwo auf den... Warte mal, wo Esmond da? Avenue. Was sind die Missionen? Highlander Park? Clinton Avenue. Bevor der 30 Fahrgäste in der Stadt hat Highlander Park. Ah, okay. Clinton aber wir... Transit to Sierra Street. Good Island. Ja. Wo ist denn Greenwood? Hier? Wo haben wir das denn? Warte mal. Greenwood High School East. Ja, das ist doch die Nummer. Greenwood Field, Greenwood Fields. Super schön. Greenwood Field, Greenwood, Greenwood Fields. Hab ich jetzt nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Warte mal. Irgendwo. Chinatown South. Wo ist denn jetzt Greenwood Fields? First Street, Greenwood Fields. Second Street, Greenwood, Greenwood Fields. Ich gucke jetzt gerade, ob wir noch Greenwood irgendwas haben, was offen ist. Eigentlich nur die zwei da oben. Ah, da oben ist noch eine, Moment. Vielleicht kriegen wir sogar tatsächlich die Mission noch hin. Elm Street, Elm Street. Nee, noch nicht ganz. Also müssen wir noch ein bisschen fahren, das heißt, das ist die rosane Route. Es fehlen uns jetzt noch die Sixth Street, wenn ich es richtig gesehen habe, und die Freeman Street. Freeman Street. Indian Avenue. Oh, die Indian Avenue. Okay, gut. Dann werden wir die nochmal fahren. Elm Street. Ist da eigentlich einer? Ne, ist keiner unterwegs, ne? Aber wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir... Ne, da ist auch einer unterwegs, das ist okay. Apple Farms Walk. Welche Routen? Die Frage ist, welche Routen sind noch nicht, sind noch nicht besetzt? Auch Golden Island ist offiziell, ne? Laut... Was er dann unterwegs sagt, kurze Strecke? Ja, ne? Island Inn. Ja, der ist unterwegs. Island Inn. Island Inn. Gut, also heute auf jeden Fall. Der fahren wir, ne? Jetzt sind eine Weile da oder? Gut, auf jeden Fall. Das fährt der. Der fährt. Okay, alles klar. Greenwood fährt auch. First Street. First Street. First Street. Nee, Greenwood fährt gar. Doch, da fährt einer. Wo kann's sein? Ja, mein. MAN. Okay. Wir machen mal kurz noch einen kleinen Spawn. Ich, bevor ich jetzt nicht weitermache. Regatta and Jetty. Weil wir was kaufen wollen. Ich will nämlich einen neuen Bus kaufen. Wir haben ja auch ein bisschen Kohle. Indian Avenue, West Cove. Und gucken wir mal, wo haben wir denn jetzt. City Hall North, Highlander Park Church. Esmond Avenue. Den Dealer. Wir sind Sierra da oben. Street. Und da unten ist der Dealer. Ja, da bin ich jetzt hier. Und dann werden wir nochmal Greenwood fahren, weil wir brauchen nämlich die Haltestellen ausbauen, um diese Level endlich abzuschließen. Also könnte sein, dass es schon eine kürzere Folge wird. Aber wie gesagt, erstmal kurz mal schauen, was wir da so an Bord haben. So, was haben wir hier? Sigma. Große 380. Der Biro. Lange nicht. Wie gibt's denn der? Okay, die kosten auch noch zu viel weiter. Iveco. Mercedes. Ja gut, die hätten wir ja. Scania. Die Scania will ich auf alle Fälle haben. Elektrobusse. Citra. Volvo. Alles Elektrobusse, ne? Irgendwie, Iveco. Ja, Scania, wie gesagt, den wollen wir dann kaufen, wenn wir ein bisschen Kohle haben. Weil wenn man sich sparen soll.
Nee, warte mal. Ich spare den Kopf, ist kein Bus. Wir gehen jetzt auf die eine Route, die ich jetzt nochmal ausgesucht habe, die Route 11. Die werde ich mir kurz umbenennen als Greenwood, wenn ich das darf. Hier. Greenwood. Anwenden. So. Gut. Die fährt im Schleifenmodus, gut, ist okay. Den werden wir jetzt auch fahren. Sorry, ich habe ein bisschen Schnuppen. Ich muss mal irgendwie meinen Taschentuch organisieren. Ja, wir werden sie jetzt. Route 12, warum auch immer der jetzt nicht heißt. Ist egal. Fahren wir dem einmal hin. Und gelingt es ja, ne? Da ist er ja da. Gut, okay, gehen wir rein in die Route und fahren heute Greenwood. Wir müssen sie nämlich noch aufbauen. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Nö, eigentlich wollte ich die Route von Anfang an fahren, aber alles klar. Fahren wir mal zu Ende. Ist okay. Ich kontrolliere mal ein bisschen, wie die Fahrgäste kommen. Erste Frage. Geil, erster Ding. Hier ist meine Frage, klar. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ja, oh, moin. Ach, hier wollt alle aussteigen. Moment. Ich krieg ich noch. Ah, hier. Ich hab ihn noch erwischt. Also, wieso weiß ich, ich hab ihn noch kontrollieren können. Moin. Erstmal ein. Ah, ja, erstmal die ganzen hinten Einsteiger natürlich kontrollieren. So. Hab ich. Hier ist die Fahrkarte. Und noch einer. Ernsthaft? Warum fragen Sie mich schon wieder? Weil ich's kann. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Aber nicht meine anfassen. Fahrkarte? Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen für euch. Aber du bist noch nicht kontrolliert. Ja, hier. Okay. Gut. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft geht. So. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? Nö, nö, ich. Warum ist das hier alles auf dem Pixel? Ich erst mal so viel. Und ich kot. So. Ich kann natürlich jetzt nicht auf die Kasse zugreifen. Aber wir sind jetzt nicht gleich am Ende der Route, sehe ich gerade. Schön, dass der um die Kurve fährt und das Lenkrad aber nicht bewegt, der Kollege. Und der Gas gibt's, der braucht auch nicht. So, mal aussteigen hier. Ja, potenzielle Schwarzfahrer mit dabei. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Moin. Ein Fahrkart, eine hier Backe. Ist sie. So, fahr mal weiter, Kollege, damit ich hier weiter kontrollieren kann. Jetzt. Fahrkarte, Fahrkarte. Ah ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Alter, der ganze Bus ist frei und die quetschst du dritt da hinten auf die letzte Reihe? Hier ist sie. Nochmal. Ist mir scheißegal, ich will hier. Warum fragen Sie mich denn schon bei wieder? Mir. Und? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So. Ich will mal durch immer, wenn ich da. Also, wie gesagt, wir sind jetzt hier am Ende der Route. Ich übernehme die dann gleich. Nochmal. Ich fahre die dann gleich selber nochmal. Ich muss ja die wegen dem Ausbauen. Da kann man die schon ausbauen, eigentlich. Greenwood Fields.
Es fehlen halt, wie gesagt, drei Haltestellen noch, die oben ausgebaut sind. Ich vermute es aber nicht viele. So. Okay. Haben wir die Mission? 3 von 3, alles klar. Ne, okay, alles gut. Weiter machen wir noch Kontrolleur und dann in der nächsten. So. Okay, jetzt ist doch richtig in der Höllestelle. No direction. Ach ja, ja. Und danach der nächste. Also das ist jetzt, glaube ich, gefühlt der 7., 8. Fahrgast oder Fahrgast unterwegs. Sie waren schon bei mir. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. So, ich will. Hier ist meine Fahrkarte. Ich habe sie doch schon gezeigt. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Hier, Augenblick. Da. Hier, bitte. Moin. Fahrkartenkontrolle. Moment. Hier. Du warst doch jetzt auch nicht da. Gut. Ah, alles klar. So. Hier ist sie nochmal. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Gut. Nicht rauchen und der Fresse halten. Alles klar. Ist doch ein bisschen blöd im Let's Play. Aber es ist tatsächlich so, die Leute, die mich nicht so kennen, ich bin tatsächlich ein Wheelife-Busfahrer und manchmal ist es sogar tatsächlich bei mir, also ich bin immer, ich war nämlich eigentlich gerne mit Fahrgästen, jetzt alle verpixelt, okay. Aber es gibt Situationen, wo ich mir denke, jetzt mal lieber ein bisschen Ruhe. Gerade wenn es ein bisschen stressig wird, wenn ein bisschen viel los ist, dann konzentriert man sich lieber aufs Fahren. Also das ist immer unterschiedlich so ein bisschen, aber ich denke mal, das ist so allgemein wegen der Konzentration, gerade im Hinblick auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Ereignisse und was auch immer, ist es vielleicht besser, manchmal einfach den Fahrer fahren zu lassen. So, jetzt haben wir hier noch Verwerbung. Was hier? Triple Decker. Er fühlt beide Joyride. Okay. Ist das nicht hier der fahrende Ritter aus Harry Potter? Das, das Bild da oben, was da drauf ist. Wir können ja hier tatsächlich in dem Spiel Doppeldecker fahren, aber den kann man noch nicht, jetzt noch nicht freischalten. Das machen wir doch irgendwann. Hoffentlich. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen kontrollieren, weil jetzt wieder einiges im Fahrgästen hinten einsteigt. Boah, die Gacke! Alter! Ich würde die vorne von der Tür einfach zulassen, die Tür nicht. Oh, und der leid. Nächste! Nice try! Du wurdest schon kontrolliert, das weiß ich. Jawohl, ich will Fahrkarte kontrolliert. Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Ich habe sie doch schon gezeigt. Die habe ich schon kontrolliert. Okay. Hier. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ist ja heilig, aber ja, eingestiegen, oder nicht? Nein, ich muss meine Fahrkarte kontrollieren. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Okay. So viel Fahrkarten kontrolliert, wieder mal ein weiterer Spaß war. Also das gibt jetzt gerade bestimmt richtig Kohle auf dieser Strecke hier. Werden sie aber natürlich nachher nochmal selber fragen müssen. Ich dürfte jetzt eigentlich fast die Endhaltestelle sein. Ich guck mal gerade, wo wir sind. Sieht so aus, ja. Greenwood Fields. Wir können noch keine Haltestelle aufbauen. Okay, weiter geht's. Jetzt eigentlich, wie gesagt, die Endhaltestelle kommt. Also die jagst du aber auch hier durch mit dem Bus. So, das könnte sie. Ja, das wird die Endhaltestelle sein. Dankeschön, mein lieber gewerter Herr Kollege. Ich übernehme, nur zu. Ich übernehme mal hier. Emergency Headquarters. So.
Ich hätte jetzt gern mal, genau, Tilt Avenue, jetzt heißt, wir fahren jetzt hier nochmal unsere Route ab. Mal nur noch einen Zahltag erreichen und vor allen Dingen die nächsten. So, jetzt starten wir hier. Moin. Ich brauche eine Fahrkarte. Jetzt? Ja. Seniorenticket, einfache Fahrkarte, ausdrucken. Eine. Eine Fahrkarte bitte. Normale einfache ausdrucken. So. Normale einfache 2. Auf Verkehr muss man ja auch mal achten. Tilton Avenue. Dieser scheiß Transporter, der hier steht, ist. Der steht aber immer noch so beschissen. Den habe ich. Ich glaube, ich erinnere mich nämlich mal an den Transporter hier. Oh, Alter. Uschi! Na ja gut, also ich muss sagen, ich habe da nicht drauf geachtet jetzt gerade so ein bisschen. Genau das meine ich halt mit, manchmal ist es besser, die Klappe zu halten. So. Jetzt gerade, weil wie gesagt, mit dem Gelenkbus ist nicht so einfach zu fahren. Also, ich bin tatsächlich bisher in WLAN noch nicht gefahren, aber es steht zumindest auf meiner To-Do-Liste. So, nichts halt, warum auch immer der schon erst jetzt schon die dritte Haltestelle ansagt, aber ist egal. Alltag, Level 23. Geht sofort weiter. Ein Fußgänger gefahren? Ich hab gar keiner gefahren. Hallo? Tut mir leid, ich komme etwas später. Oha, 80.000. Ich musste noch meine Haare waschen. Bis gleich. So, Bus hatte ich schon gerade ausgebaut. Ja. Was machen wir dann? Hab ja. Ich eine Fahrkarte gekauft? So, ein Fahrgast möchte eine Fahrkarte haben. So, also fehlt uns noch ein bisschen was. Studententicket. Einfache Fahrkarte. Okay. Hi, ich brauche Moin. Eine Fahrkarte. Danke. So. Old Police Station ist die nächste Haltestelle, jawohl. Wir sind sogar ziemlich, ja, wenn ich irgendwas dazwischen kommen würde. Das ist wie in Real Life, wenn du denkst, du bist super pünktlich, alles drum und dran, dann kommt alles auf einmal. Dann kriegst du fast nur rote Ampeln. Und zwar durchweg rote Ampeln. Ich muss natürlich gerade ausgeworfen.
Großartig. Aufgabe Unser geschafft. Unternehmen floriert und die Infrastruktur wird stetig verbessert. Unsere Fahrgäste werden begeistert sein. Ich denke, wir sollten uns bemühen, auch Menschen mit geringeren Möglichkeiten zu bieten. Neue Mission, Sozialdienst. Sie würden von einem öffentlichen Verkehrsnetz sehr profitieren. Und ich bin sicher, dass Sie es häufig nutzen würden. Deshalb wäre Copperpot ein gutes Gebiet für den Anschluss ans Streckennetz. Machen wir dann natürlich. Ist man hier mal eingeschlafen? Warte mal kurz. Ja. Ich schlafe. Ja, gut. Was ist Schlafmütze hier? Das ist mir gestern, vorgestern ist mir das tatsächlich passiert. Da sitzt er. Da sind halt zwei Mädels gewesen bei mir im Bus. Also auf Freitagabend. Und, die haben sich dann nochmal hingesetzt. Ich habe die ja ein bisschen beobachtet. Das hat jetzt nichts mit den Mädels zu tun. Das ist jetzt einfach nur Zufall. Das ist einfach nur ein Zufall jetzt gewesen. Ich beobachte mich sehr viel, meine Frau. Upsi. Ich hab die auf einmal nicht mehr gesehen. Ich dachte, wo sind denn die? So, dann ist da irgendwie ein Fahrgast reingestiegen, irgendwann. Der wollte dann aussteigen. Dann habe ich immer kurz nach vorne geholt und gefragt, was ist denn eigentlich mit den beiden Mädels, was machen die? Ja, die sitzen da hinten, sind am Schlafen. Jetzt sind die alles gerade eingepennt, alle. Okay. Ja, ich meine, ich mache mir dann Sorgen, wenn man um meine Fahrgäste da ist. Was ist mit denen los? So, du kannst mal weiterfahren, jetzt bitte. Weil ich nicht weiß, was Sache ist. Ne? Da denke ich mir, irgendwas ist da passiert, oder zumindest, oder die sitzen irgendwo in der Ecke und sind am Trinken. Also Alkohol, wohlgemerkt. Das ja, mag ich ja gar nicht im Bus. Und, so. Hey. Hallo. Warst du schon im neuen italienischen Restaurant? Die haben tolle Salate und das beste Brot. So, der trinkt dann auch noch auf einmal. Moin. Ich liebe dieses neue Fischrestaurant in Chinatown. Und dann denkst du dir, irgendwas ist doch passiert jetzt gerade. Die waren einfach nur so müde, die haben mir erzählt, dass die vom Wandern kamen und einfach nur todmüde sind und damit war das Thema dann auch okay, weil, ja, aber wie gesagt, ich versuche mich dann immer, natürlich um meine Leute zu kümmern und weiß dann einfach nicht, was los ist. Und dann machst du dir schon irgendwo Sorgen. Also das würde ich halt nicht bei jedem anderen Fahrgast auch gemacht. Ja, also das hat jetzt unbedingt mit dem Geschlecht zu tun. Sondern das ist einfach nur Zufall jetzt gewesen. Ja, aber mal so kleine Anekdote aus meinem Real-Life-Leben. Was immer mal wieder jetzt zu kommt. Hauptmission, Sozialdienst. Verbündete 30 Positionen. Geil, cool. So, für die Euro-Ticket einfach packen. Wir haben jetzt unsere Wachmission. Eine Fahrkarte bitte. Achso, du wolltest auch noch eine. Wochenkarte. So, schau doch der in die Route, dann geht's weiter nach Copperpot. Das ist dann die nächste Mission in der nächsten Folge, die uns ansteht. Das heißt, wir müssen wieder einen Bus kaufen, weil Copperpot muss da quasi mehr oder weniger automatisch abgefahren. Ich werde natürlich selber mit meinem eigenen Bus abfahren erstmal. Beziehungsweise diese Strecke hier muss mit meinem eigenen Bus abgefahren werden. Oder habe ich. Ja, der wird ja automatisch gemacht, ne? Der hier wird. Ja.
Jetzt kommt natürlich auch die super Idee. So. Da bist du. Ja, machen Sie mal bitte mal die Mucke live. Dankeschön. So, und wir eine Fahrkarte haben, ne? Normale Fahrkarte. Einfache Fahrkarte. Moin. Studententicket, einfache Fahrkarte. So, mal den Senior-Ticket zu haben. Nächste. Ja, jetzt geht's nämlich rein. So. Gut. Nächste Haltestelle. Statt fürs College zu lernen, habe ich den ganzen Tag in Seaview in der Sonne gelegen. Das zahlt sich aus, mein Foto fürs Jahr. Ja. Schön über die Berg. Da wollte mich vielleicht rüber. Das ist aber so nicht gemacht. Ich muss immer noch für meine große Prüfung morgen lernen. So, nächste Haltestelle ist dann Greenwood High School East. Ich denke, ich gehe morgen mal zum Strand. Das Wetter wird gut. Und diese Haltestelle kann auch ausgebaut werden. Einer will noch doch. Will sich doch noch erbarmen. Seniorenticket, Tageskarte. Ticket weg. So. Ja, jetzt mache ich etwas, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise nicht machen darf. Auch das ist mir am Freitag passiert. Aber wir sind ja... Wir sind ja ein fiktives Busunternehmen in einem Spiel. Von daher ist es in Ordnung, ausnahmsweise mal. Meine Lieblingsecke, ich hasse diese Ecke hier nämlich mittlerweile, aber es geht, weil jetzt ein bisschen Gefühl drin, gerade. Aber ja, ich. Wo ist denn da Hindernis gefahren, hä? Was war denn da? War da ein Schild? Oder wissen wir, dass ich so scheiß Bordsteinkante nur. Naja, das sieht man. Ja, mit dem Gelenkbus musst du extrem weit ausholen. Ich habe meine beste Hälfte außerhalb der Stadt zum Observatorium gebracht. Die Sterne zu beobachten war wunderbar. So. Und die nächste hatte schon die ausgewählt. Greenwood High School. Mission, oder was? Ach so, halt für 10 Fahrgäste zum Steven Street. Oh. Ey. Ja, auch noch ganz. Ach hier, du. Komm rein mit dir. Mein Gott. Was ist nass. Wir haben immer so viel Verspätung. Wir haben nur so circa 1,5 Minuten oder so. So, nächste Haltestelle ist ein Stück weiter geradeaus. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich. Nee, es ist voll. Drittletzte. 12. Ach, danke schön. Ist durch das. So, einmal hier abbiegen bitte. Und dann kümmern wir uns um Copperpot. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, das ist dann was ansteht. Diese Nebenmissionen, die immer mal wieder aufploppen, die mache ich dann nebenbei, wenn wir dann halt die Routen mal fahren. Und
Ja, da gucken wir uns halt mit dem neuen Schrittviertel an. Sollte nicht zu schnell fahren, da vorne steht nämlich eine Blitze. Oder beidseitig, alles klar. 50 ist erlaubt, also können wir durch. So, da steht wieder ein Haufen Leute an der nächsten Haltestelle. Das ist sowieso nur noch zwei. Aber bis dann. Vielleicht noch die noch weiter. Baustelle kann wieder ausgebaut. Ach, kein Schlüssel. Hey, kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, klar, warum nicht? Vernünftig, also eine Fahrkarte. Okay. 20, nehmen wir mal wieder zurück. Ich brauche eine Fahrkarte. Boah, das hat sich wie die Pässe, die Leute dann mit 20 Euro Scheiß kommen oder so, wenn sie dann 2 Euro noch was oder 1 Euro noch was haben müssen. Weil es kostet die Kurzstrecke 1,80 und ey, die steigen dann ein, die dann Puffi auf den Tisch. Davon habe ich nie so viel Geld, habe ich nie so viel Geld mit und naja. So. Bald könnte man wieder Zahnplatz sein, ne? Also 80.000 haben wir eben bekommen. Ich fahre die Route jetzt auf jeden Fall den 415, ne? Der Feuerwehr, ne? Wie gesagt, nächste Folge gibt es noch Kofferport. Ich habe jetzt noch nicht die nächste Route erstellt. Dann gucken wir uns das mal einfach an. Elm Street heißt die Haltestelle. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Na gut, es ist scheiß Wetter, ne? Natürlich werden die. Das ist hier nur eine Haltestelle. Was denn, kann ich schon Auto Street, Elm Street. Einfache Fahrt. Okay. So. Oh, ernsthaft. Oh, mein Mann. Machen wir den Music Boy. Hier, der Weihnachtsmann, die Frau da. Oh, tut mir leid. Hier ist meine Fahrkarte. Ich hab sie doch schon gezeigt. Hörst du nicht? Ja. Aber kein. Kein Schwarzfahrer. Also bei mir ist der Route immer eine Menge. Aber heute irgendwie hat keiner Lust, mal zu blechen. Komm doch, einer wird doch. Aha! Da ist doch noch einer. Jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, beide. Ach, in der letzten Reihe, das ist zu zweit. Und brechen. Wie heißt das hier? Nicht. Ja, ich bin zu spät. Wir haben eh nur eine Einstellung. Und drehen die Zeche. So war es richtig gemeint. Mein Gott. In der letzten Reihe sitzen zwei Stück nebeneinander, wie geil. Und sie beide noch erwischt. Also eigentlich ist es schon scheiße, weil die Leute müssen ja unbedingt. So, naja. Ist irgendwie einer rübergegangen gerade? Ne, ist keiner, okay. So, let's start. Jetzt einmal noch hier rum. Das Krankenhaus. Und dann haben wir es geschafft. Ja, ihr dürft alle aussteigen. Ihr habt alles geschafft. So. Es ist keiner. Ja, der Gelenkbus ist ein bisschen. Ist nicht ganz einfach zu fahren, aber der lässt sich tatsächlich. Also der MRN lässt sich tatsächlich ganz, ganz gut fahren. Ich mag ihn wirklich gerade sehr gerne. Ich glaube, ich werde mir sogar noch einen zweiten dafür kaufen. Nachdem die Copperport zu nutzen ist. Oder ich nehme Copperport. Oh, Alter. Oder ich nehme hier tatsächlich den mit. Ich glaube, ich den.
war alles richtig. Okay. So, letzte alte Stelle, liebe Leute, und dann hätten wir es geschafft. Sechs haben wir. So, halt den Fall ausgebaut werden. So, und Kackenhaus aus und wir haben jetzt nämlich eingepennt, hat er gerade gesagt. Warte mal. Warte! Du bist auch stark, Chef. Und noch ein Schwarzfahrer. So süß. Chef, aussteigen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So. Chef, steigst du mal aus? Hier oder halt, was ist los? Nette alte Stelle. Hallo. Naja. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Kopf vor Ort. Bis dahin.